dann wurde ich abkommandiert zur 2. U-Boots-Wehrdivision nach Gotenhafen. In Dingen heute, in Hohl, in der Nähe von Danzig. Den wir an Bord haben. Wenn der mal seekrank wurde, musste ich dann für den kochen, damit der uns nicht in der Suppe gekotzt hat. Ich hoffe, Sie verstehen das. Und dann habe ich dort die Ausbildung gemacht, bin aber dann auf ein Boot kommandiert worden, U587, bei Blom und Voss in Hamburg. Dort war ich zu viel. Gott sei Dank. Das Boot wurde nämlich 1943 auch mit Mann und Maus versenkt. Kam dann auf 156 nach Bremen bei der Firma Deschimark 750 zum damaligen Zeitpunkt. Später gab es ja noch andere Boote. Und da werde ich aber gleich vielleicht auch noch was zu sagen. Dort machte ich dann im September 1941 kam ich nach Bremen auf dieses Boot beim Hartenstein und wir machten dann dort unsere Werksbelehrung, so wurde das genannt. Damit wir auch alle wussten, wo jede Schraube sitzt, vor allem die Techniker oder die Maschinenleute, dass die wussten, wo welches Ventil war und so weiter. Und wir persönlich hatten uns um die anderen Dinge zu kümmern, um die Mechanik, bei den Torpedorohren und so weiter und an den anderen Geräten, die also für den Steuermann und für die Bootsleute da waren, wie Seemänner. Wir sind dann Ende September, wurde das Boot in Dienst gestellt, sind dann mit dem Boot in die Ostsee gefahren, haben dort dann das nannte man dort Agro Front, das war die Ausbildung, die Frontausbildung für die U-Bootswaffe oder für die U-Boote. Dort wurden durchgespielt alle eventuell auftretenden Schwierigkeiten, die uns passieren konnten, wenn also Zerstörungsangriffen mit Wasserbomben behagten oder auch andere Dinge. Alles das wurde dort durchgespielt. Welche Geräte, die ausfallen, wurden dort ausfallen lassen und wir mussten dann, also unsere zuständigen Leute, mussten dann diese Geräte so flott instand setzen, dass also dem Schiff nichts passieren konnte. Alles das wurde gemacht. Und daneben hatten wir noch, ich persönlich hatte noch auch eine Ausbildung noch als Kanonier an der 10-5-Kanone, die wir auf dem Boot hatten. Und das war auch alles dazwischen. Und dann sind wir am Heiligen Abend 1941 in die Nordsee ausgeworfen. Wir hatten aber da den Auftrag, Wetterbojen auszusetzen. Die hatten wir vorher in Kiel geladen und mussten diese Wetterbojen westlich von Irland aussetzen, damit unsere Flieger oder auch unsere Seeleute immer den neuesten Wetterstand bekamen von diesen Bojen, die wir dort ausgesetzt haben. Das ist auch bestens gelungen. Wir kriegen dann aber vom BDU, das heißt also damals war das der altbekannte Dönitz, Karl Dönitz, der hat uns dann in Eile zurückgerufen nach Lorient. Und dort wurden wir dann neu ausgerüstet und wurden dann mit noch 5 anderen Booten im Barsch gesetzt Richtung Karibik. Lorient, Karibik, 6600 Kilometer. Wir hatten also eine Anreise von circa 3 Wochen, um dort an Ort und Stelle zu sein. Dort hatten wir auch einen Spezialauftrag, der ist uns leider etwas misslungen, mit, sagen wir mal, etwas grausamen Folgen. Und zwar sollten wir die Insel Curaçao beschießen, beziehungsweise Aruba beschießen. Dort waren große Ölraffinerien, wo also die amerikanischen Tanker ihr Benzin holten, was dann nach Amerika transportiert wurde. Wir sollten also diese Raffinerien mit dem Geschütz, mit der 10-5 und 3-7, sollten wir diese Dinge in Brand schließen. Leider hat wohl einer unserer mit an der Kanone betätigt waren, vergessen, den Mündungsschoner vorab zu machen. Sodass wir schießen und die Kanone ist geplatzt. Dabei ist leider ein Seemann gestorben und ein anderer Seemann bzw.
ein Offizier, der an für sich, für die Sicherheit dieser Kanone zuständig war, dem ist das Bein abgeschlagen worden. Den haben wir dann nachher auf der Insel Martinique, da haben wir den dann ausgesetzt. Beziehungsweise die Franzosen, die dort ja zu Hause waren, haben dann diesen Mann dort übernommen und haben ihn wieder gesund gepflegt. Und er ist auch zwischen des Krieges ist er auch wieder nach Deutschland zurückgekommen. Von Martinique. Das war noch überlegen. Und dann haben wir natürlich uns auf die Pirsch gemacht, um einen Dampfer zu laden. Das war ja unsere Aufgabe. Leider, damals war das unsere Aufgabe, hier Schiffe zu treffen, um, sagen wir mal, Kriegsmaterial, damit das nicht nach England kommt. Das ist uns dann auch da gelungen. Und so, dann haben wir diese Kanone, die haben wir dann vorne schön abgesägt, haben dann Trimmgewichte aus unserem Schiff genommen, haben die vorne dran gehangen, dran geschweißt und dann hatten wir wieder die Gewichte ausgemacht. Und mit dieser Kanone haben wir noch 3 Schiffe versenkt. Das ist auch noch gelungen. Das war also die erste Fahrt, gar wenig. Dann sind wir wieder zurück nach Loyang, wurden wieder neu aufgetankt und dann kam die Fahrt, wo wir also die Kunde erwischten. Wir waren also gerade dort angekommen, vor der Karibik, vor den Westindischen Inseln, sind wir gerade angekommen und haben dann als ersten Dampfer die Kunde erwischt. Und die haben wir dann gesehen, das ist ja interessant auch mal zu wissen, dass an der Kim, ich kann das vielleicht erklären, die Kim ist also das Stück, das also wenn das jetzt das Wasser ist, hier geht das Wasser, dann ist das die Kim. Hm. Jetzt kann man sich natürlich, wir sehen eigentlich die U-Boote, diese Schiffe. Ja, wir sehen die Schiffe, indem wir die Masten mit solchen kleinen Spitzen erkennen oder erkannt haben. Wir haben da Leute gehabt, die Ferngläsern, die das näher abgesucht haben. Auf der Brücke standen also 5 Mann. Und haben dann festgestellt, aha, da ist er. Das war die Kondit. So, dann haben wir dann die Kondit versenkt. Die beiden ersten Schüsse waren Fehlschüsse, die Torpedos. Aber das war eine Erscheinung, die also auch bei anderen U-Booten der Fall war. Es lag also nicht daran, dass also die Torpedos falsche Werte bekommen haben. Ist auch interessant, wie die Werte in die Torpedos reingekommen sind. Über eine Mechanik. Oben auf der Brücke hatte oder unten am Seerohr war das angeschlossen, einen Torpedo-Vorhaltrechner, so wie heute ein Computer. Da wurden die Werte reingegeben, Tiefe, Geschwindigkeit, Höhe und wie weit und so weiter. Und dann wurde das, über eine Mechanik wurde das an die vorderen Torpedorohre oder an die hinteren Torpedorohre gegeben und die wurden dann in den Torpedo eingestellt. Sobald wir das fertig war, konnte der Kommandant von oben sagen, so jetzt geht's los und dann wieder in die Torpedos los. Nur gab es eine Zeit, wo also einige Torpedos, sagen wir mal, auch bei anderen Booten nicht angekommen sind. So. Und wir, Kondit, haben wir nachgeladen, sind auch wieder vorgefahren, um wieder in die richtige Schussposition zu kommen, weil es war ja Abend, und dann haben wir ihn mit Schiffs getroffen. Die Kondit abgesackt, nicht wahr? Und die Rettungsboote hier, der hat Rosenheuer gesagt, wie das sich abgespielt hat damals. Die haben dann versucht, den Leuten auch noch zu sagen, wie sie zur Küste kommen, welche Gradzahl sie fahren müssen und so weiter. Nur, als wir die Kondit getroffen haben, und die Kondit ihre Notruf ausgegeben hat, haben wir im Leutregister, das ist also das Leutregister, ist ein Buch, wo sämtliche Schiffe der Welt drin erfasst sind. Nur die Kondit war dann nicht erfasst. Wir haben erst dann festgestellt, wie viele 1000 Tonnen wir versenkt haben, als wir dieses Boot neben uns hatten. Da wussten wir erst, das war ja nicht die Kondit, das war ja hier diese Sternwerk da. Die waren ja. Im Leutregister. Und so haben wir festgestellt, wie viele Tonnen wir dort versenkt haben. Wir haben aber an diesem Tag, am 12., nicht nur die Kondit, sondern 8 Stunden später schon den nächsten versenkt. So haben wir innerhalb von 4 Tagen, haben wir dort 7 Schiffe versenkt. Innerhalb von 4 Tagen, immer auf der gleichen Strecke. Dann haben wir alles verschossen,
Lassen wir nach Marian zurück. Um Uhr zu überwachen, ich war damals dort sehr schlecht. Aber ein halbes Jahr später war sie hervorragend. Vielleicht noch sogar also ganz schön. Ja. Und dann sind wir ausgelaufen im August, die Fahrt nach Kapstadt. Mit 5 Booten wieder angesetzt. Und Kapstadt, da hat ja keiner geglaubt, dass da ein U-Boot hinkommt nach Kapstadt. Und wir haben ja auch U-Boote gehabt, die also Tanker waren. Also so, wenn wir so bei Ascension oder St. Helena waren, da haben wir also, konnten wir also von unserem mitfahrenden Tanker, konnten wir also alles übernehmen, was wir brauchten. Vor allen Dingen Treibstoff. Und so war es am Rückweg genauso. Wir hatten einen Anfahrtsweg nach Kapstadt, wir sind leider nicht bis dahin gekommen, wir hatten einen Anfahrtsweg von 6 Wochen. Und wir, U-156 bis damals, haben wir Laconia erlebt. Laconia, da sind wir 14 Stunden haben wir gejagt, Laconia. Laconia war ausgestattet als Hilfskreuzer, hatte 1700 italienische Kriegsgefangene und ungefähr 200 private Leute, englische Offiziere mit Frauen und Kindern und 150 Mann Besatzung. Wir haben dieses Schiff abends auch um 11 Uhr im Dunkeln haben wir ihn mit einem Überwasserangriff, haben wir 2 Torpedos abgeschossen. Davon traf 1 mittschiffs und 1 im Motorenraum. Das Schiff, wir hatten sofort über unser Funk, hatten wir festgestellt, Laconia, Größenordnung, wie groß das Schiff war und so weiter. Und haben dann festgestellt, ja, was ist da? Dann haben wir das Schiff sank innerhalb von 40 Minuten. Die Leute, die dort an Bord waren, haben dann versucht, über die Rettungsboote flott zu machen, damit dort alle Leute reingefahren sind. Die 1700 italienischen Kriegsgefangenen, die waren unten eingesperrt. Die wollten da raus. Aber die polnischen Überwachungssoldaten, die dabei waren, die haben die nicht rausgelassen, weil die auch nicht wussten, was los war. Sodass wir nachher feststellen mussten, als nach einer Stunde oder anderthalb Stunden, da hörten wir auf einmal italienische Laute, Hilfeschreie, italienisch. Da wussten wir gar nicht, was ist eigentlich hier los. Und dann haben wir einen rausgefischt und er hat uns dann gesagt, was los war an dem Ort. Dann haben wir angefangen, trotzdem, dass uns befehlsmäßig verboten war, Leute zu retten. Dort haben wir dann 5 Tage alles, was da rumgefischt, was da rumschwamm, haben wir aufgefischt. Nicht nur wir, sondern auch noch 3 andere Boote. Die 3 anderen Boote haben auch damit geholfen, da schwammen ja alle möglichen Leute rum, die an Holzstücke festhielten, die halb Rettungsbooten waren, die halb voll Wasser waren. Alles das haben wir leer gemacht und haben die Rettungsboote wieder so flott gemacht, dass dort auch tatsächlich Leute drin sitzen konnten. Vor allem waren ja auch Frauen und Kinder dabei und so weiter, die wir auch an Bord hatten. So, das war dann 4 Tage. Wir hatten selbst hinter uns an Bord hatten wir ungefähr 100 Leute. Darunter waren 6 Frauen und 4 Kinder. Diese Leute, die waren, sagen wir mal, sicher da. Glaubten wir. So. Und hatten dahinter noch 4 Rettungsboote, auch noch voll mit Schiffsbrüchigen. Und diese Schiffsbrüchigen haben wir dann mitgezogen Richtung afrikanische Küste. Weil uns gesagt wurde, war, dass ein französischer Hilfskreuzer aus Dakar, dass der unterwegs war, um diese Leute aufzusammeln. Das war Krieg. Leider. Nur, wir haben dann auf einmal festgestellt, dass ein Flugzeug kam. Wir hatten geglaubt, in dieser Ecke gibt es keine Flugzeuge. Aber auf der Insel Ascension hatten die Amerikaner zwischenzeitlich einen Notlandeplatz geschaffen, um also hier eine bessere Überwachung des Ozeans
zu erreichen, Südatlantik zu erreichen. So. Dieses Flugzeug kam dann, wir haben dann die rote Kreuzflagge gezeigt, die englischen Offiziere, die wir an Bord hatten, haben mit denen gemorst. Dann ist das Flugzeug ein paar Mal um uns rumgekreist und ist dann weggeflogen. Nach einer Stunde kam das Flugzeug wieder. Die englischen Offiziere haben dann wieder versucht. Das Flugzeug hat sich nicht daran gestört, hat uns mit Bomben geschossen. So. Dann hat der Kommandant gesagt, weil er ja für das Boot und auch für die Besatzung verantwortlich war, alle Mann aus dem Boot raus, die dort drin waren, einschließlich Frauen und Kinder. Die Frauen und Kinder haben wir in die Rettungsboote reingepackt und alle anderen haben wir an Oberdeck gestellt. Die englischen Offiziere haben sich entschuldigt bei unserem Kommandanten, bei Werner Hartenstein, und haben das bedauert, dass so etwas passiert. Nur nachher haben wir ja festgestellt, wer der üble Täter war. Nicht der, der das Kommando gegeben hat, das Boot muss versenkt werden. Wir sind dann getaucht und was dann danach daraus aus diesen armen Leuten geworden ist, das wissen wir auch nicht. Wir wissen nur, dass also ein Großteil von denen alle noch gerettet worden ist. Aber es war bestimmt nicht fair, uns als Rettungsmaßnahme, die wir durchgeführt haben, dass man uns deswegen mitbekommen hätte. Nachher haben wir festgestellt, dass der Oberbefehlshaber, der Amerikaner, aber ganz schnell, dass der gesagt hat, Lieber, da muss ich mal gut machen. Der hat gesagt, versenke das Schiff, das Boot. Versenken ist egal. Guck, hier sind alle Menschen gleich. Aus. Arme Leute waren weg. So, das hat man dann nachher auch dem Karl Dönitz zum Vorwurf gemacht. Aber nachdem man dann die Aussage dieses amerikanischen Admirals hatte, hat man den Dönitz für diese Sache hier freigesprochen. Nur, wir U-Boote kriegten aber dann, den Befehl, den ganz strengen Befehl, keinen Mann mehr zu retten. Die Einzigen, die wir noch gerettet haben, das ist auch wieder Hartenstein. Melbourne City. Der Captain Jones, wo da das New York von gesprochen hat, der englische Mann, der auf dem Schiff da war. Denen haben wir auch, die haben wir auch versenkt. Im Anschluss an Laconia waren wir am Rückweg. Wir hatten in unserem Druckkörper hatten wir ein Riss, ein Haarriss unter Batterie. Und der hätte uns Schwierigkeiten gemacht. Und daraufhin hat er den Befehl, nach Lorient zurückzukommen. Aber dann zwischenzeitlich kam uns dann der Herr Jones entgegen. Und den haben wir nun auch versenkt. So, diese Leute, da haben wir auch die Rettungsboote in Ordnung gebracht, haben die mit Trinkwasser versorgt, haben die den Karten gegeben, damit sie an die afrikanische Küste kamen. All das, nicht wahr, ist hier unter Hartenstein geworden. Weil Hartenstein war ein Offizier alter Seemannsart. Alter Seemannsrat. Kein Offizier nationalsozialistischer Prägung. Das war in keinem Fall. Ja? Deswegen ist der Mann auch noch heute im Ehrenbuch der Stadt Plauen eingetragen. Trotzdem dort die DDR ja damals das Sagen hatte, die hätten ihn ja können löschen daraus. Das haben die nicht getan. Weil eben der Mann als, anerkannt war, als ein Mensch, der auch an andere Menschen denkt. Das war also hier unser Hartenstein, der ja die Konjet versenkt hat. Das war heute der 61. Wiederkehr dieses Tages. Im vorigen Jahr habe ich an dem Tag eine schöne Karte gekriegt aus Schottland. Da steht dann der eben hier genannte Herr Schuck. Der schrieb mir aus Schottland schöne Grüße. Wir haben uns ja schon mal vor 60 Jahren kennengelernt. So ist mal Nettes. Der hat das auch sehr gut aufgefasst. Wenn ich das heute so betrachte, ich bin nachher auf einem anderen Boot gewesen. U-947. Im Eisbär. Bei Gleitzügen von Halifax nach Murmansk. Da habe ich auch 7 Feindfahrten gemacht. Also, das war also der Unterschied zwischen Tag und Nacht. Die Fahrt mit Hartenstein und mit diesem Mann, mit dem anderen Kommandanten, der Schaar.
Das war also ein typischer Offizier nationalsozialistischer Reihe. Ich war nicht. Wir hatten auch nachher, meine Frau kann das bestätigen, wir hatten auch nachher noch harte, ich hätte mit dem noch harte Auseinandersetzungen gekriegt, aber ich habe dann damals gesagt, im Interesse der anderen Kameraden, lass ihn mal auf, er hat sich nachher selbst erschossen in Südafrika, das reicht. Also Aussagen nachher, ich war dann beim deutschen Staat im Auswärtigen Dienst, war er beschäftigt, war dann in Lesotho. In der Negerstaat. Da war er als Botschafter tätig. Eines Tages hörte ich dann, beziehungsweise ich las in der Zeitung, er hatte sich erschossen. Wusste man nicht, oder erschossen worden ist. Und ich habe aber einen Bruder, eine Schwester in Südafrika, in Johannesburg. Und der ist schon seit 1950 da in Johannesburg. Und er hat mir dann mitgeteilt, dass der von sich selbst erschossen hat. Man hat vorher schon mal versucht, ihn, sagen wir mal, im Auto hochgehen zu lassen. Das ist aber nicht, ist ihm nichts passiert, aber ist jetzt tot. Die Tote soll man ruhen lassen. Aber Hartenstein, da muss ich sagen, das war ein edler Mann, bei dem ich heute noch den Hut ziehe. Ich bedauere das sehr. Ich bin dann, Gott sei Dank, im Dezember, Anfang Dezember 1942, bin ich dann in Lorient ausgestiegen. Beziehungsweise Hartenstein hat mich gegen meinen Willen, gegen meinen Willen, muss ich heute sagen, hat er mich abkommandiert. Ich wollte gar nicht vom Boot runter. Aber Gott sei Dank, dass ich runtergegangen bin, oder dass ich dem Befehl gefolgt bin, sonst wäre ich heute nicht da. Ich war nicht. Genauso sind wir mit den 957 gegangen, wir haben sowas Ähnliches gehabt, nur waren da nicht so viele Leute über runter, sagen wir mal, versenkt worden oder erschossen worden durch englische Flieger. Aber ich habe das Glück gehabt, sagen wir mal, diesen Blutkrieg lebendig zu überleben. Und dafür bin ich irgendeinem Menschen dankbar, der über mir steht. Und danach, das haben Sie ja eben schon festgestellt, aber eins wollte ich doch nochmal klarstellen, was der Herr Rosenson gesagt hat. Die U-Boote seien mit der Nase unter die Rettungsboote gegangen und hätten sie umgekehrt. Also da habe ich das gehört, jetzt das erste Mal. Habe ich noch nie gehört. Also ich kenne wirklich viele U-Bootsfahrer, die also, sagen wir mal, Einfahrt gemacht haben, aber so halt. Ich weiß wohl, dass da noch, würde ich sagen, hier, mein, wo ich getroffen auf der Char, auf 957, der hat den Befehl gegeben, im Eisbau mit der 2 cm Kanone auf Rettungsboote zu schießen. Mhm. Will ich auch mal sagen, wie das damals abgelaufen ist. Wir, die etwas nüchternen oder älteren Leute, die auf dem Boot waren, zumindest Unteroffiziere und Maschinisten und die also Steuerleute und Obermaschinisten, die also schon etwas älter waren, wir waren so weit, dass wir den weit aus dem Bord geschmissen hätten. Einer unserer Obermaschinisten ist raufgegangen und hat dem gesagt, nachdem er sich mit dem Unteroffizierkorps abgesprochen hatte, wenn du das nochmal machst, schmeißen wir dich aus dem Bord. Er hatte ihn wirklich, wird gesagt. Weil er genau wusste, was er gemacht hat. Ja? Und auch 1944 war das ja schon absehbar, dass also dieser Krieg für Deutschland nicht zu gewinnen war. Und das war damals schon absehbar. Er hat ihn nicht wirklich sinnvoll. Aber daran können Sie erkennen, dass innerhalb der U-Bootswaffe Leute waren, die also mit dem, was so daneben lief, nicht einverstanden waren. Das können Sie also erkennen. Ja? Aber hier mit der Nase unter... das habe ich also natürlich jetzt das erste Mal, also, wie gesagt, der Tod der U-Bootswaffe war Radar. Der Tod der U-Bootswaffe. Den die Engländer uns mit ihrem Radar warten konnten, für jede Zeit, und das war aus. Nicht mehr, auch die Routen an den Gleitzügen, nicht wahr? Die wurden von den Zerstörern wurden die erfasst und dann gnadenlos wurden die so lange bombardiert, mit Wasserbomben bis also nur noch Öl. Der Brügge war ein Standort, der U-Bootswaffe. Ich hab ein Buch dabei mit Bildern von Seebrücke im Ersten Weltkrieg. Ja, Ersten Weltkrieg. Zweiten Weltkrieg ja nicht mehr. Nein. Zweiten Weltkrieg waren also die Standorte Französisch. In Deutschland war das Kiel, da war das Wilhelmshaven, da war das Lübeck, weil da auch die Werft war, da war das Stettin, da war das Pilau.
Kopenhagen, das waren die Standorte, nicht wahr? Und dann nachher an der französischen Küste, Brest, Lorient, Saint-Marcia, Bordeaux und dann in Italien waren auch noch 3, 4 Standorte, Spezia und selbst in Griechenland gab es einen Standort. Da sind sämtliche U-Boote drin, sämtliche Flottillen, sämtliche Standorte, alles, wann das Boot versenkt worden ist und alles hier ersichtlich. Und Sie haben vorhin erwähnt, denn die letzten Boote, die wir gebaut haben, das waren die Typ 21 und 25. Das waren also Boote, die konnten nur unter Wasser fahren, brauchten nicht mehr hoch, um die Batterien aufzuladen, sondern die konnten über einen Schnorchel, konnten die also ihre Batterien unter Wasser aufladen und konnten dann also fahren. Es gibt ja Boote, ein Boot von denen ist ja gefahren von Deutschland nach Südamerika. Unter dieser Devise ist das gebaut. Aber alle diese Boote, wie hier hatte ich ja auch eben gehabt, diese Wimpel 2541, das war so mein Nachfolgeboot, nicht wahr? Auch eines der modernsten Boote, die es gab, die sind dann damals zum Teil sind die nach England überführt worden, aber der größte Teil hat sich in der Skagerrak, in der Bucht, versenkt. Adolf zerstört durch einen Luftangriff am Pfingsten 1944. Da war die Funkzentrale. Das kann sein. Die Funkzentrale ist ein Vorort von Lorient, zur See. Dort war also der Hauptstützpunkt der U-Boote, da saß auch der Dönitz. Befehlshaber der U-Boote, der saß also in Kerdewer. Kann sein, dass also 1944, als dann, sagen wir mal, das alles besetzt wurde da, dass dann hier so etwas eingerichtet worden ist. Aber bestätigen kann ich sowas nicht. Ist der Krieg beendet? Am Ende vom Krieg? Entschuldigung. Ja, kann ich Ihnen auch was sagen. Ich habe den Krieg beendigt. Ich war 1944 im Juli in Bergen in Norwegen ausgestiegen von meinem Boot und wurde dann abkommandiert nach Pillau in Ostpreußen. Kennen Sie Pillau in Ostpreußen? Ganz oben. Bei Wettland da oben. Da wurde ich hinkommandiert als Kommandantenausbilder. Junge Kommandanten, die für die Boote vorgesehen waren, da waren also Schulboote, kleinere U-Boote, wo die, sagen wir mal, ihre Ausrüstung kriegten für den Einsatz auf den U-Booten. Da habe ich U-Bootskommandanten mit ausgebildet. Bis zum Januar 1945. 1945 im Januar war ich mit meinem damaligen 1WO in Berlin auf Wochenendurlaub hingefahren. Am 13. Januar, das weiß ich noch ganz genau. Dann am 13. Januar 1945. Der Russe war aber schon ungefähr 40 Kilometer von Königsberg weg. Da hat man uns gesagt, einige Lanzer, die da auch mit ihnen zu machen, sagen, oh, da ihr drin seid, ich komme da hinten nach raus. Ich bin in Berlin angekommen mit meinem Freund, 1WO, der war dann Schulbootkommandant. So, den haben sie laufen lassen, mich hat man dann kassiert. Musste also zu irgendeiner Truppe, wurde alles Mögliche zusammengestellt von allen Organisationen, Luftwaffe, Pioniere, alles zusammen. Ich habe mich dagegen gewehrt, habe versucht, auch über den Dönitz, weil er zwischenzeitlich sein Hauptkommando da in Frankfurt-Oder in der Nähe hatte, war nicht zu machen. Ich musste also dort, dann bei einer Panzerdivision, muss ich dann als Zugführer muss ich dann den 3,7 und 8 cm Flak muss ich dann kommandieren. Da habe ich dann bis im März kam ich dann nach Stettin, musste dort hier verteidigen gegen die Russen als Marinemann. Ja, und kam dann nach Kolberg. Kolberg, auf Rückzug nach Kolberg. Habe ich auch noch 14 Tage mitverteidigt, Kolberg. Und dann hatte ich Glück, dass ich auf einem
Pram, der also die Soldaten rausgeholt hat, zu einem Zerstörer gefahren hat. Habe ich Glück gehabt, sagen wir mal, dass ich dort untergekommen bin. Auf dem Pram kam ich auf den Zerstörer, kam aus Kolberg raus, nach Swinemünde. So, von Swinemünde wurde ich wieder abkommandiert irgendwo. Karin Heil, oder wie heißt das Ding, wo der Göring seine Villa da hatte, da in der Ecke, neu aufgestellt. So. Ich persönlich wurde noch mit 5 Mann zur Alpenfestung abkommandiert, Ried, Oberdonau in Österreich, am 20. April 1945. So. Von da aus bin ich dann nach Ried-Oberdonau. Ried-Oberdonau, das ist also hier in Österreich, jetzt in südlich vom Inn, etwas weiter nach Stadt. Aber ich bin da nie angekommen. Ich bin dann schätzungsweise 3 Wochen nach Kriegsende in Rheinhausen gewesen. Ich habe es verstanden, mich mit amerikanischen Soldaten da gut, sagen wir mal, zu engagieren. Ich war ein guter Sportler damals, war Boxer und da war ich bei den Amerikanern der beste Mann. Habe ich bei denen 3 Wochen mit denen da trainiert und geboxt und habe nicht alle dabei gehabt. Und dann habe ich denen gesagt, ich möchte nach Hause, ich möchte mal meine Mutter wieder sehen. Kriegte ich einen schönen Zertifikat von den Amerikanern, da konnte ich fahren von München bis nach Düsseldorf. Kam ich dann bei uns in Rheinhausen, beziehungsweise auf der Duisburger Seite, da war eine Pontonbrücke mit englischer Bewachung. Ja, da habe ich dann diesen schönen Zettel gezeigt, dann konnte ich gehen nach Rheinhausen, war ich nach Hause. So. Kein Kriegsgefangen gewesen. Ich war kein Kriegsgefangen. Nur, muss ich dabei sagen, ich habe dann dort in meinem Ort als erstes sofort meinen alten Boxverein gegründet. So. Leute hatten ja keine Unterhaltung mehr und so weiter, haben wir dann Boxverein gegründet. Und eines Morgens, so 11 Uhr, zu Hause, kommt da so ein englischer Panzerspähwagen vorgefahren. Da sagt meine Frau so, jetzt holen Sie dich ab. Meine Mutter sagte dann, jetzt holen Sie dich ab. Ja, dann wollen wir sehen. Kann dann englischer Offizier mit einem zivilen Mann, der sagte zu mir, sagen Sie mal, sind Sie der Hans Klär? Ja. Sind Sie der Vorsitzende von dem Boxverein? Ich sagte, ja. Oh, sagte, haben wir den richtigen Mann getroffen. Können Sie nicht jede Woche bei den Engländern da freitagsabends boxen mit Ihrer Mannschaft? Ich sagte, Herr Pummerwagen, guter Mann. Ich sag, was kriegen wir denn dafür? Ah, sagt er, die Boxer. Die kriegen jeder eine Stange Zigaretten und Abendessen. Sag, gebombt. Alles in Ordnung. Ja, aber damals war das so wenig, sagen wir mal, habe ich mich von der Kriegsgefangenschaft gedrückt. Gott sei Dank. Ne? Jedem ist das nicht gelungen. Ne? Aber ich hatte also so die Stange, sagt man bei uns. Ne? Und das ist so gewesen. Ja. Das war's. Ich habe noch eine kleine Bitte an Bleimangel. Batterien herzustellen. Und dass das die Ursache ist, warum also ihre U-Boote nicht längere Zeit also unter Wasser gehen dürften. Dass sie also schneller wieder nach oben gehen sollten, weil also die Batterien nicht kräftig genug waren. Stimmt das oder stimmt das nicht? Da kann ich also ganz wenig zu sagen. Weil ich habe schon vorhin gesagt, ich war kein Techniker. Ich war kein Heizer. Wir haben nur gesagt, was sind die Heizer und wir sind die Seeleute. Oder Stoker haben wir immer gesagt. Da habe ich also keine Ahnung. Ich weiß zwar wohl, dass immer zu gewissen Zeiten auch giftige Dämpfe aus den Batterieräumen kamen. Und wir dann immer, sagen wir mal, durch Luftumwälzung, sagen wir mal, durch so Geräte, nicht wahr, die Luft wieder sauber gemacht haben. Nicht? Aber da kann ich nichts zu sagen, zu dem technischen Zustand dieser Batterien. Der Mann, der musste auch 6 Wochen nach Bergamoor
wo diese staatsfeindlichen Leute dort Moor stechen mussten. Der ist nur damals dort freigekommen, weil er im Saargebiet, 1935, war dort eine Abstimmung. Und nach Deutschland war nicht, und er war stimmberechtigt. Deswegen haben sie ihn freigelassen, ne? Damit er dort wählen konnte. Ne? Ja, so ist das. Aber die Erziehung der damaligen Jugend, die war von diesen Leuten, die also hier diesen Staat dort neu gegründet haben, war von diesen genauestens vorgeschrieben. Die Jugend muss man begeistern. Und die Jugend zu begeistern, ist ja manchmal sehr einfach.